falsch ist das neue richtig. Warum Cheaten, warum Abfälschen so eine wichtige Trainingsmethode ist. Mein Name ist Björn Friedrich und ich freue mich, heute hier zu sein für ein wichtiges und vielleicht auch wieder für ein kontroverses Video zum Thema, soll ich beim Krafttraining die Übung abfälschen oder muss ich sie immer korrekt ausführen? Das ist ein Thema, was gefühlt seit Ewigkeiten diskutiert wird und jeder hat dazu seine eigene Meinung. Und ich bin heute hier, um das Ganze mal ein bisschen nüchtern zu betrachten und die Fakten darzulegen und euch zu erklären, warum meiner Meinung nach beide Methoden, also die korrekte Ausführung und das Abfälschen, so wichtig sind und wann und wie man sie jeweils einsetzen sollte. Darum geht es. Fangen wir einfach mal an. Wenn jemand mit einer Übung beginnt, wenn jemand mit dem Kraftsport beginnt, wenn jemand Muskel aufbauen will, ist für mich, ist es essentiell, dass er die richtige Form, die korrekte Ausführung lernt. Das heißt, die Struktur des Körpers. Ja? Wenn ich jetzt als Beispiel, ich nehme den Bizeps Curl kann ich immer gut zeigen, wenn ich hier im Stuhl sitze. Wenn ich also jemanden irgendwie beibringe, die ganze Zeit so einen Bizeps Curl zu machen, von Anfang an, ja, dann fehlt ihm mehrere wesentliche Komponenten. Zum einen fehlt ihm Körperspannung, und zum anderen fehlt ihm das Gefühl, überhaupt herauszufinden, welche Muskelgruppen er trainiert. Das heißt, für mich als Coach, aber auch als Trainierender, ist es enorm wichtig, am Anfang einer Übung wirklich zu definieren, was trainiere ich hier. Und der beste Weg, das zu definieren, ist eben den Körper statisch, entweder stehend oder im Liegen oder im Sitzen, so zu stabilisieren und so zu kontrahieren, die Muskeln zu kontrahieren, dass ich eine wirklich gute Struktur habe und dann eben aus dieser guten Struktur heraus, nehmen wir den Bizeps Curl, eben nur den Zielmuskel oder die Zielmuskeln, je nachdem was ich mache, ansteuere. Das heißt, ich will jetzt nicht von Anfang an verschiedene Bewegungsmuster und Muskelgruppen involvieren, sondern ich möchte definieren, welchen Muskel ich trainiere. Und den trainiere ich dann. Von daher ist mein absoluter Tipp und das, was ich unterrichte, immer das Gleiche. Am Anfang sollte jeder Anwender, jeder Schüler die korrekte Ausführung einer Übung lernen. Er sollte lernen, wie er den Rumpf stabilisiert, er sollte lernen, wie er die Wirbelsäule stabilisiert, er sollte lernen, wie er die Bauchmuskeln, die Gesäßmuskeln ansteuert, wie er die Schultern stabilisiert, damit die Schultern nicht irgendwo hier oben hängen, wenn man eine Übung ausführt, wie man die Beine, die Knie stabilisiert, indem man das Gesäß und die hinteren Oberschenkel ansteuert und Rotationsbewegungen, isometrische, unsichtbare Rotationsbewegungen ausführt, um die Gelenke zu stabilisieren. Das sind alles wichtige Punkte, die ich auch auf meiner Serie, meinem neuen Programm zeige. Das ist die Essenz. Und wer mich kennt, wer mich noch von früher kennt, der weiß, dass ich immer enorm viel Wert gelegt habe auf Technik. Und das ist etwas, wo ich heute auch noch sehr, sehr viel Wert drauf lege. Ich weiß, dass das nicht das interessanteste Thema ist und dass viele Leute nicht so viel Bock haben auf die Feinheiten. Aber für mich, als jemand, der sich seit über fast 40 Jahren mit Kampfsport beschäftigt und ein Bewegungsfanatiker ist und wirklich sich mit Bewegungslehren beschäftigt, für den ist die Mechanik und die Ausführung einer Technik enorm wichtig. Und im Bereich des Krafttrainings bzw. im Bereich des Muskelaufbaus ist eben das Ziel, dass man einen Muskel maximal kontrahiert und anspannt und wirklich dafür sorgt, dass man den richtigen Muskel ansteuert. Ja? Und dafür ist es eben enorm wichtig, dass man lernt, den Körper statisch im Raum zu stabilisieren, um dann eben einen Muskel arbeiten zu lassen. Mit anderen Worten, wenn ich meinen Rumpf nicht stabilisieren kann und mein Rumpf wackelt beim Bizeps Curl die ganze Zeit rum, dann wird natürlich der Bizeps Curl auf eine gewisse Art leichter, weil ich Schwung hole. Ja? Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, dass ich überhaupt nicht fähig bin, meinen Rumpf zu stabilisieren und deshalb auch nicht fähig bin, meinen Arm zu isolieren. Weil ich kann ja nur was isolieren in der Anspannung, wenn der Rest des Körpers statisch ist. Ich meine, meine Jiu-Jitsu-Schüler, die werden das kennen. Ich kann niemanden den Arm brechen, wenn ich nicht vorher seinen Körper isoliere und seinen Körper festlege. Erst wenn ich den Körper festlege, kann ich den Arm verdrehen. Und so ähnlich ist es beim Krafttraining auch. Nur wenn der Körper stabil ist, kann ich auch den Zielmuskel ansteuern.
Weil sonst klappe ich einfach zusammen oder mache irgendwelche komischen Bewegungen, so wie ich es eben gezeigt habe. Das heißt, für mich ist essentiell, dass jeder Schüler erstmal lernt, korrekte Ausführung und vor allem, um diese korrekte Ausführung unter der Last überhaupt aufrechterhalten zu können, muss er eben lernen, wie er diese korrekte Haltung durch die richtige Muskelspannung stabilisiert. Also die Haltung ist quasi die Art und Weise, wie ich meine Gelenke und meinen Körper organisiere, und die Muskelspannung, die geht dann von außen auf die Gelenke und sorgt dafür, dass ich diese Haltung eben unter der Last auch beibehalten kann. Ja, also einfaches Beispiel, wenn ich gerade stehe und eine Kniebeuge machen will und sobald die Stange auf meinen Rücken kommt und ich werde dabei rund, weil ich die Muskeln nicht ansteuere, dann ist mein Rücken kaputt. Weil ich habe zwar eine gerade Haltung, aber in dem Moment, wo ich nicht die Muskulatur einsetze, um diese gerade Haltung unter einer Last zu stabilisieren, ist die Haltung ja weg. Dann ist die Posture, die Structure ja komplett zerstört. Das heißt, für eine gute Struktur, das ist immer der erste Schritt, eine gute Struktur zu haben, benötige ich aber auch eine korrekte Muskelspannung, um diese Struktur überhaupt zu stabilisieren. Das heißt, das sind die zwei wichtigen ersten Punkte. Korrekte Haltung, korrekte Muskelspannung, um den Körper zu stabilisieren und dann den Muskel isoliert anzusteuern, den man ansteuern will. Und das ist natürlich bei jeder Übung anders und das würde auch zu weit führen, wenn ich jetzt in diesem Video erklären würde, wie man das bei jeder Übung macht. Aber wie gesagt, auf meiner Serie oder auch auf anderen Serien, bestimmt auch von anderen guten Trainern, gibt es genug Beispiele, wo man das finden kann, wie man etwas korrekt ausführt. Und damit fängt man an. Und ich persönlich beginne jedes Training, jede Übung, auch am Ende meines Trainings, jede Übung mit korrekter Haltung. Und die Aufwärmsätze, die führe ich sowieso nur mit korrekter Haltung durch und korrekter Struktur. Die Frage ist jetzt also, was ist mit dem Abfälschen? Ist es notwendig? Ist es nicht notwendig? Ich würde sagen, wenn man nach den HIIT-Prinzipien trainiert, wenn man wirklich bis zum Muskelversagen trainiert, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das korrekte, und ich sage hier bewusst, das korrekte Abfälschen zu trainieren. Und auch Abfälschen ist wieder etwas, was sehr übungsspezifisch ist. Also man kann jetzt nicht sagen, man fälscht immer auf die eine oder andere Art und Weise ab. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ein einfaches Beispiel wäre zum Beispiel, ich mache eine Press, ja, eine Military Press, und normalerweise führe ich die mit strikt gestreckten Beinen aus, und wenn ich abfälschen will, dann beuge ich die Beine und mache so einen kleinen Dip aus den Knien. Und dadurch wird die Übung wieder leichter und ich tue quasi abfälschen, um den Widerstand zu überwinden. Einfaches Beispiel. Ja. Oder mit den Gummiseilen gibt es auch besonders interessante Methoden des Abfälschens. Man kann einfach die Distanz zwischen dem Halten des Bandes oder zwischen dem Griff und dem Attachment Point, also dem Ankerpunkt, ja, verändern. Je näher ich zum Ankerpunkt gehe, also dort, wo das Seil oder das Gummiseil festgemacht ist, desto leichter wird die Übung. Und je weiter ich mich von dem Ankerpunkt entferne, desto schwerer wird die Übung. Das ist sowas, was ziemlich unique ist, ziemlich einzigartig bei den Bändern. Kann man sehr gut nutzen und zeige ich auch auf meiner Videoserie genau, wie man das machen kann. Also das wäre auch so eine Methode des Abfälschens. Warum fälscht man ab? Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Ich fälsche ab, weil ich wirklich das komplette Muskelversagen erreichen möchte. Und wenn ich jetzt an einen Punkt angekommen bin, wo ich zum Beispiel konzentrisch, bleiben wir bei der Press, konzentrisch den Widerstand, das Gummiseil, die Kettlebell, was auch immer, nicht mehr hochdrücken kann, dann habe ich aber noch kein komplettes Muskelversagen, sondern ich habe lediglich konzentrisches Muskelversagen. Ich kann also die Kugel oder die Hantel oder das Gummiseil nicht mehr nach oben drücken. Heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass meine exzentrische Kraft, also die abbremsende Kraft oder die isometrische Kraft, die haltende Kraft, schon aufgebraucht ist. Das heißt, würde ich jetzt nicht abfälschen, würde ich jetzt nur die korrekte Military Press ausführen, dann würde ich zwar ein konzentrisches Muskelversagen erreichen, würde dann die Übung beenden, aber ich hätte nicht das totale Muskelversagen erreicht. Das totale Muskelversagen erreiche ich nur, wenn eben auch die exzentrische Kraft und die isometrische Kraft aufgebraucht sind. Ja? Und deswegen, wenn ich jetzt merke, aha, ich kann jetzt immer am Arbeitssatz, bei meiner letzten Wiederholung, ich kann das Gummiseil nicht mehr nach oben drücken, ich kann den Arm nicht mehr strecken,
ich kriege die Kettlebell nicht mehr hoch. Dann mache ich einen Dip aus dem Knie, als Beispiel. Ein Kniedip. Oder ich nehme die zweite Hand zur Hilfe. Ja, oder andere Methoden, die es noch gibt. Und dann habe ich die Kugel oder das Gewicht oder das Gummiseil wieder oben in der Ausgangsposition. Und dann kann ich es halten und langsam runterlassen. Und kann weiterhin an meiner exzentrischen Kraft und an meiner isometrischen Kraft eben weiterhin darauf hinarbeiten, dass auch diese versagt. Das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel nach der 8. Wiederholung nicht mehr nach oben komme und meine konzentrische Kraft aufgebraucht ist, dann kann ich vielleicht noch, indem ich abfälsche, 2, 3 oder auch 4 Wiederholungen mehr machen, bis eben auch der Punkt erreicht ist, wo ich den Arm nicht mehr oben halten kann und er einfach runterrauscht und ich merke dann einfach, hey, jetzt ist die Kraft wirklich aufgebraucht. Auch die isometrische Kraft, ich kann den Arm nicht mehr oben halten. Auch die exzentrische Kraft, ich kann nicht mehr den Widerstand abbremsen, den ich da abbremsen möchte. Und dann merke ich, das ist eben das totale Muskelversagen. Und das erreiche ich in der Regel nur über verschiedene Methoden des Abfälschens. Weil wenn ich das nicht mache, dann bin ich immer im Endeffekt, beende ich immer die Übung dann, wenn eben konzentrisches Muskelversagen eintritt. Bizeps Curl, genau das gleiche. Wenn ich aufhöre, wenn ich merke, ich krieg's nicht mehr nach oben und höre auf, dann ist ja nur die konzentrische Kraft verausgabt. Exzentrische Kraft, also die abbremsende Kraft oder das Halten, die isometrische Kraft, ist ja noch da. Das heißt, es ist definitiv essentiell wichtig abzufälschen, um alle drei Kraftarten zur Verausgabung zu bringen. Das ist enorm wichtig und deswegen muss man abfälschen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Methoden des Abfälschens, aber alle haben das gleiche Ziel. Den Muskel an den Punkt zu bringen, wo er wirklich ermüdet ist. Komplett ermüdet. Die nächste Frage, die man sich stellt, ist Abfälschen sicher? Und auch das ist eine Frage, die man nicht pauschal beantworten kann. Es hängt zum einen, und da glaube ich, sind wir uns alle einig, von der Übung ab. Und zum anderen hängt es davon ab, welches Tool man benutzt. Ich weiß, da scheiden sich jetzt die Geister. Manche Leute sagen, nein, ist egal. Ich persönlich finde es relativ gefährlich, in Anführungsstrichen gefährlich, aber schon relativ risikoreich, mit Gewichten, mit Hanteln, mit Kettlebells, mit schwerem Eisen abzufälschen. Das finde ich persönlich risky und ich habe es gemacht an Maschinen, das war noch ganz okay. Ich in meinem Alter und meiner Motivation und dem, was ich erreichen will, würde es nicht riskieren, große abfälschende Bewegungen mit schweren Gewichten zu machen. Das ist meine Meinung. Für mich ist das Risiko einer Verletzung da zu groß. Weil einfach das Gewicht, ein schweres Eisengewicht, bleibt ja immer gleich. Ich persönlich mag es, mit Gummiseilen zu trainieren, was die meisten wissen. 80% meines Trainings ist mit Gummiseilen. Und da ist es ja so, wenn ich jetzt den Curl loslasse, dann geht ja sofort die Spannung weniger und wenn der Arm gestreckt ist, dann ist ja die Spannung weg. Mehr oder weniger. Ja, oder fast weg. Bei einer Eisenkugel ist es nicht so. Die Schwerkraft wirkt auf diese Kugel und dementsprechend ist die Kraft dieser Kugel immer gleich. Ob ich jetzt hier bin oder hier. Und wenn ich einfach loslasse und ich schlägt dann irgendwie durch, dann ist natürlich die Gefahr von Verletzungen wesentlich größer als bei einem Gummiseil, was da ein bisschen mehr gentle ist, was ein bisschen sanfter ist, weil eben, sobald das Seil sich zusammenzieht, auch die Kraft, die auf dieses Gummiseil wirkt, geringer wird und dadurch, oder die dieses Gummiseil erzielt, geringer wird und dadurch werden meine Gelenke auch weniger gestresst. Von daher, ich persönlich kann mit gutem Gewissen sagen, abfälschen bei Bodyweight Exercises und bei Kabelübungen und Gummiseilübungen, ja. Bei schweren Gewichten wäre es für mich keine Option, aber ich weiß, dass es gemacht wird und auch da ist es eine wichtige Option, um wirklich bis zum Muskelversagen zu kommen. Aber es ist eben das Risiko da, dass man sich auch verletzen kann, weil man eben die Übung nicht mehr 100% korrekt ausführt. Zum anderen ist es natürlich auch immer eine Frage, welche Übung führt man aus. Also ein Bizeps Curl zum Beispiel, da kann man leichter abfälschen, oder nicht leichter, aber sicherer abfälschen, als beim Kreuzheben. Oder bei einer schweren Kniebeuge. Das sind halt so Übungen, wo ich sage, weißt du, wenn du abfälschen willst, dann würde ich sagen, wenn du 150 Kilo
Kreuzheben machst, oder wahrscheinlich ist das Kindergarten für einige Leute, aber sag mal, für normale Menschen ist 150 Kilo schon okay. Also ich möchte nicht einen Rundrücken machen oder irgendwie abfälschen, wenn ich 150 Kilo Kreuzheben oder Kniebeugen mache. Wenn ich abfälschen will, als Beispiel, dann würde ich sagen, hey, dann mache ich lieber eine saubere und schwere Kniebeuge, wenn ich das unbedingt will mit Gewicht, und mache dann am Beinstrecker zum Beispiel mein Abfälschen, oder mein, wobei das dann natürlich schwierig ist, aber geh da bis ans Limit und lass mir vielleicht helfen von einem Trainingskameraden, lass den Beinstrecker mit hochheben und so weiter. Da kann man das machen, da ist man in der sichereren Position. Also es hängt wirklich davon ab, bei was für einer Übung man das macht. Ja, also wie gesagt, ich würde es Abfälschen nicht unbedingt machen bei Übungen, die eine große Last auf die Wirbelsäule haben. Wie gesagt, Kniebeugen, Good Mornings, Kreuzheben, das sind Übungen, wo ich Abfälschen also nicht empfehlen kann. Das sind aber auch Übungen, die ich in meinem Programm so sowieso nicht drin habe. Also bei mir gibt es keine Hantelkniebeuge, bei mir gibt es keine Kniebeuge, die Druck auf die Wirbelsäule hat. Und bei mir gibt es eigentlich überhaupt keine Übungen, die Druck auf die Wirbelsäule machen, weil ich das persönlich für ein unnötiges Risiko halte und für mich in meinem Programm und für mein Training bessere Wege gefunden habe, meine Rückenmuskulatur oder meine Beine oder mein Gesäß zu trainieren, ohne eben den Stress zu haben, dabei meine Wirbelsäule zu schrotten. Ja? Und deswegen habe ich solche Übungen in meinem Programm sowieso nicht. Aber ich sage mal allgemein gesprochen, wer eben sich mit dem Thema Abfälschen beschäftigt und eben mit Gewichten trainiert, mit schweren Gewichten trainiert, der sollte sich halt überlegen, wo er das macht. Und ich würde es niemandem empfehlen, dort zu machen, wo eben Übungen sind, die sehr viel Druck auf die Wirbelsäule haben. Ja. Zum anderen natürlich, das passt zu diesem, was ich gerade eben gesagt habe, es ist auch immer eine Frage, wie man abfälscht. Also für mich ist Abfälschen okay, aber es ist nicht okay, wenn ich dabei die Stabilität und die Struktur meiner Wirbelsäule verliere. Also bewusst ein Rundrücken zu machen und irgendwie mit dem Rundrücken zu arbeiten oder von gerade auf rund und von gerade auf rund zu gehen aus irgendwelchen Gründen, ist für mich ein No-Go. Ja? Das würde ich nie machen, weil einfach die Gefahr, dass da was passiert, zu groß ist. Man muss wirklich wissen, wie man abfälscht, und eine gewisse Struktur muss man einfach dabei halten, wenn man sicher gehen will, dass man sich nicht verletzt. Wie das Beispiel mit der Military Press. Wenn ich aus einer Military Press, egal was ich die jetzt ausführe, eine Push Press mache und dabei nämlich einen kleinen Dip aus den Knien ausführe, dann ist das ja auch ein Abfälschen. Aber es ist ein sicheres und vernünftiges Abfälschen, weil ich eben die Hauptstruktur meines Rumpfes nicht in eine schlechte Position bringe, sondern lediglich die Übung leichter mache, weil ich aus den Beinen den Schwung hole. Meine Wirbelsäulenstabilisation bleibt aber immer erhalten und ist zu keiner Zeit in einer schlechteren Position. Und da macht das natürlich Sinn. Das heißt, für mich ist es so, dass ich jeden Satz perfekt anfange und diese perfekte Form so lange halte, wie es eben geht. Und mit dieser perfekten Form erreiche ich meistens irgendwann den Punkt des konzentrischen Muskelversagens. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, dann steige ich über und beginne mit dem Abfälschen. Beginne mit dem Abfälschen und bewusst die exzentrische Kraft und die isometrische Kraft noch aufzubrauchen und wirklich komplettes Muskelversagen zu erzielen. Dafür wähle ich sichere Übungen. Übungen, bei der kein unnötiger Stress auf der Wirbelsäule ist. Und ich wähle auch sichere Methoden des Abfälschens, die niemals die Haltung meiner Wirbelsäule oder die Stabilisation meiner Wirbelsäule oder auch die Stabilisation meiner Schultern in Gefahr bringt. Ja? Das ist so die Formel, die ich euch geben kann. Darüber hinaus, und da kann man streiten, wie gesagt, ich empfehle mein Training, 80% Gummiseile, 20% Bodyweight Exercises. Damit hat man wirklich einen sicheren, und ich mache das jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre, und damit hat man wirklich einen sicheren Umgang und kann wirklich sicher abfälschen. Ich hatte nie irgendwelche Probleme, die ich durchs Abfälschen bekommen habe. Aber, wie gesagt, das ist meine Meinung, mit Gummiseilen ist es safe. Ich persönlich würde es nicht uneingeschränkt machen mit schweren Gewichten, schon gar nicht, wenn man ein bisschen älter ist, aber das ist meine persönliche Meinung. Wer das anders sieht, kann das gerne anders machen, aber für meine Kunden, für meine Klienten und für mich kommt das nicht in Frage, aber ich benutze ja sowieso diese Übungen nicht. Von daher, wenn man eine sichere Übungsauswahl trifft, wenn man weiß, wie man richtig abfälscht, vor allem wenn man weiß, warum man abfälscht, dann ist Abfälschen definitiv eine wichtige Trainingsmethode, eine Ergänzung. Yin und Yang, wir haben die korrekte Form, die eben auch ihre Vorteile hat, und wir haben das Abfälschen, das auch seine Vorteile hat. Jedes zu seiner Zeit,
jedes an seinen Platz und zusammen bekommt man dann ein sinnvolles Training, was den Zweck und den Sinn und Zweck eben hat, darin, dass man das totale Muskelversagen erreicht. Dafür macht man das und da macht es absolut Sinn und sollte eingesetzt werden. Das war's von mir. Wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt über Fighter Fitness Evolution, mein neuestes Programm und mein das einzig echte Fighter Fitness Programm seit 2005, muss ich echt sagen, dann checkt es aus. Es ist ein cooles Programm. Es ist mein Programm. Es ist das, was ich dreimal die Woche mache und wo ich Spaß dran habe. Und wenn ich die LSD Cardio Sessions mitzähle, dann ist es nicht nur dreimal die Woche, sondern es ist sechsmal oder siebenmal die Woche. Was mir eine Menge Energie schenkt und Energie gibt und was mir auch die Leidenschaft gegeben hat, wieder hier zu sein und euch ein bisschen was über Krafttraining zu erzählen, weil diese Leidenschaft war lange, lange Zeit weg. Jetzt ist sie wieder da, weil ich weiß, dass es ein cooles Programm ist, was Menschen glücklich macht. Und darum geht's. Vielleicht auch nochmal Thema für demnächst. Aber anyway, das war's von mir. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich freue mich drüber. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, schreibt es rein, abonniert den Kanal, kauft mein Programm und wir sehen uns das nächste Mal.